Naja, also von Landesebene aus gesehen ist Europa ganz schön weit weg. Aber ich will mal auf ein Beispiel eingehen, also wo das tatsächlich in unser aller Leben eingreift, jeden Tag. Vor knapp einer Woche ist im Europaparlament eine Richtlinie verabschiedet worden, übrigens auch auf Initiative der Linken im Europaparlament, deshalb sind die da sehr wichtig, nämlich die Rechte von Plattformarbeiterinnen betreffend. Also Leute, die bei diesen Plattformen arbeiten, die wir alle kennen, ob die jetzt Uber heißen, Deliveroo, Lieferando, was auch immer. Viele von diesen Menschen sind sogenannt scheinselbstständig beschäftigt, die werden pro Auftrag bezahlt. Da gibt es keine Krankenversicherung, da gibt es keine bezahlte Freistellung, wenn man krank ist. Was ist jetzt alles mit dieser Richtlinie geändert? Was hat das mit Berlin zu tun? Nun, viele von diesen Menschen arbeiten in unserer Stadt, die haben jetzt bessere Arbeitsbedingungen, die haben jetzt eine Krankenversicherung, die zahlen dann auch etwas mehr Steuern hier, weil sie natürlich besser entlohnt werden als vorher. Und wer sich ein bisschen zurückerinnert, wenige Wochen vorher haben Taxifahrerinnen und Taxifahrer in unserer Stadt demonstriert, weil diese Mietwagenfirmen, also Uber und Bolt und wie sie immer heißen, deren Geschäftsmodell zerstören. Die sind nämlich billiger, die Leute arbeiten dafür ein paar Cent die Stunde. Im Taxigewerbe haben wir Mindestlöhne, da haben wir sozusagen auch feste gesetzliche Bestimmungen, für die ist das ein richtiger Wettbewerbsnachteil gewesen. Diese Regulierung, die jetzt stattgefunden hat für die Plattformarbeiterinnen, verbessert auch die Bedingungen für die Berliner Taxifahrerinnen und Taxifahrer. Und da sieht man am Ende, diese Richtlinien in Brüssel, die haben Auswirkungen, auch auf unsere Stadt, auf die Lebensbedingungen hier. Deshalb ist es wichtig, dass am 9. Juni da auch wieder eine starke Linke einzieht, denn wir meinen, Gerechtigkeit geht nur mit links. Vielen Dank.